So, es geht ab, Freunde. Ich gehe jetzt gerade hoch zu Lotti. Der Safe ist gleich auch auf dem Weg zu uns. Heute, wie versprochen, gehen wir Pizza essen. Ich hab das heute ganz spontan entschieden. Ich habe Lotti vor 2 Stunden angerufen, habe sie gefragt, ob sie Bock hat auf Pizza. Und sie hat gesagt, ja. Fertig. Was? Ja. Du bist fertig? Ja, guck mal. Mein Gott. Ja. Bist du aufgeregt? Nee. Die geht zu Fuß. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Wir müssen aber noch warten. Mein Freund ist noch nicht da. Aha. Na ja. Du hast hier noch ein bisschen Creme. Ja. Die zieht ein, ne, Freunde? Auf jeden Fall, ich melde dich gleich, ne? Was denn? Ja. Was ist kaputt? Deine Hose. Das gehört so. Ah, das gehört so. So, Freunde. Lotti ist schon bereit, schick wie immer. Ja. Wir müssen nur ein bisschen warten. Ja. Der liebe Safe ist auch gleich da und dann ja. Gehen wir lecker Pizza essen. Ja. Ich hatte es dir versprochen. Ja, hast mich versprochen. Aber sei ehrlich. Ich habe auch nicht viel Geld mit. Na, ich gebe doch aus. Na ja, ja, ich habe auch nicht viel Geld. Aber sei ehrlich, ne? Ja. Hast du gedacht, ich würde das mit dem Pizzaessen vergessen? Nee, denn das nach siehst du nicht aus. Sehe ich nicht aus, Type. Ne? Nee. Nee, nee. Ich bin kein Schnacker. Ja. Man sagt Schnacker. Aha. Auf jeden Fall, was für eine Pizza isst du heute? Irgendein. Nicht Fisch. Ich wollte gerade Thunfisch sagen. Na ja. Aber Thunfisch ist Fisch. Ja, da können wir machen. Können wir essen. Du kannst auch Käsepizza, gibt verschiedene. Gut, ich esse alles. Teilen wir uns eine Pizza? Ja. Ja? Oh, ich teile nicht so gerne, aber für Lotti tue ich das. Wir haben etwas länger gewartet. Der liebe Safe ist jetzt da. Wir gehen jetzt erstmal runter. Und dann steigen wir ins Auto. Sind wir schon mal zusammen Auto gefahren? Hä? Sind wir schon mal zusammen Auto gefahren? Bei dir? Einmal, ne? Einmal. Nach Bildschirm? Ja, einmal. Einmal. Genau. Einmal. Beim Arzt. Einmal sind wir mit dem Auto gefahren. Heute werden wir die Fahrt aufnehmen, Freunde. Und mal gucken, das ist bestimmt lustig. Bis gleich. Aber ich muss sagen, du hast echt eine schicke Mütze an und einen schicken Schal. Ja? Hast du selber gestrickt? In Ungarn gestrickt. Hast du selber gestrickt? In Ungarn. In Ungarn? Nein, ich kann nicht mehr. Knochen. Ach so, hast du da gekauft? Ja. Lotti ist gleich da. Er ist da. Da ist er. Dass wir da in Ruhe einsteigen können, ne? Ja. Gucken wir mal rein, ob der gute Herr da auch drin ist. Er sieht leicht gestresst aus. Aber guck mal, sein Auto ist gewaschen. Ja. Sein Auto ist gewaschen. Ja, schön. Na? Hallo. Hallo. Pünktlichkeit ist auch nicht deine Stärke, ne? Bruder, du sagst mir einfach nur, Lotti, du kannst vorne sitzen. Nein, lass aber vorne sitzen. Nein, der ist klein genug. Du kannst ruhig vorne sitzen. Wo ist das denn, wo wir hinfahren? Gib einfach Pizza ja. In der Umgebung ein. Echt? Oder? Pizza. Ist das für dich wichtig? Das muss schon in der Nähe sein, oder? Na ja, weil es riecht. Willst du sagen, es stinkt im Auto? Ja. Es stinkt? Schön. Also riecht das gut oder schlecht? Gut. Ach. Sie hat mich eben noch gelobt. Ja. Also ich weiß nicht. Am besten ist irgendwo, wo wir auch sitzen können. Hast du nicht geguckt, wo wir Pizza essen gehen können? Doch, oder? Welcher denn? Das war Pizza-Bäckerei. Bäckerei? Genau. Wichtig ist, das muss ja irgendwo sein, wo wir doch drin sitzen können, ne? Hast du noch nicht geguckt, wo man sitzen kann? Nee. Das ist, Der hat ja noch gar nicht geguckt, wo wir essen gehen. das war alles spontan. Oh. Ja. Hauptsache, du kommst ein bisschen aus der Wohnung raus. Ja, aha. Nicht, dass dir langweilig ist. Ja, ja. Immer alleine, nicht? Bist du immer alleine? Ja. Aber guck mal, jetzt hast du 2 schöne Männer neben dir. Ja, genau. Der eine müffelt ein bisschen stark, ne? Der eine
hatte Glatze. Der hatte so viele schöne Haare. Ey, das ist aber echt. Das, ja, da lachst du darüber, ne? Ja. Das war hart. Das sieht doch interessant aus, ne? Das ist doch hier in der Nähe, Bruder. Das ist doch nur ein bis zwei Minuten entfernt. Wollen wir da rein? Kann man da sitzen dann? Sieht so aus, ne? Da in dem Geschäft, drück mal rauf. Freunde, ich bin etwas unvorbereitet gewesen. Ich habe nicht nachgeguckt, wo wir essen gehen. Ich habe nur geplant, dass wir heute Pizza essen. Lotti habe ich spontan gefragt und Safe ist immer dabei. Ja. Ja, wenn es um Essen geht. So schön. Ich kenne einen guten, wo wir auch sitzen können. Das ist richtig italienisch. Wollen wir da hinfahren? Das ist in Wandsbek. Ja, sag. Trattoria. Boria. Der ist auch richtig geil. Wir gehen jetzt richtig schön italienisch Pizza essen. Ja. Nach 10 Jahren. Der kleine Italiener. Okay, wir haben jetzt was gefunden, Freunde. Es geht los. Da, was das Auto macht komische Musik an, Lotti. Ich weiß auch nicht. Ja. Manchmal die Technik. Willst du mal ein bisschen arabische Musik hören? Nee, ist er Araber? Er ist Deutsch. Deutscher? Nein, ich glaube. Er ist 100% Deutsch. Ja, ja. Sein richtiger Name ist Lukas. Lukas, ah. Ja. Nur er sieht so komisch aus mit seinem Bart. Ja, ja, ja. Das schneidest du raus. Hä? Ich bin doch angeschnallt. Ich glaube. Sicher? Lotti, bist du angeschnallt? Warte. Wie, was hast du hier gemacht? Ich glaube, sie hält den Gurt nur fest. Lotti, warte. Ganz ehrlich. Wir müssen die anschnallen, ist gefährlich. Dann bezahle ich. Glaub mir, die Polizei ist teuer geworden. Das kann ich auch für dich bezahlen, aber das piept. Ja. Ey, wo ist dieses Metallding? Boah, das geht ja heute. Ich glaube, du verwirrst mich. Mach mal kurz den Arm weg. So, Hilfe. Warte. So, jetzt. Ich zahle das. Also, aber guck mal, ist das, mach mal den Arm runter. Runter, ja genau. So, perfekt. So. Glaub mir, wenn man erwischt wird, ohne sich anzuschnallen, das kostet schon knappe 100 Euro. Ja, ja, ja. Da kann man 4 Pizza von essen. Lotti? Ja, bitte. Wann warst du denn das letzte Mal jetzt so richtig unterwegs hier? Ach. Wir beide waren zu Fuß in dem Laden. Das haben wir zu dritt vor ein paar Tagen gemacht. Nein. Kommt mir vor wie gestern. Aber schon krass, wenn man so überlegt, wie beide so, okay, du bist noch keine 30, so 29, 31 und dann so mit einer 92-Jährigen. Ja, ist lustig. Ja, ist echt lustig, ne? Nicht, dass die anderen Menschen denken, dass wir dich entführen. Ja. Zwei Männer, eine Frau. Ja, das ist schon kritisch, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und was für eine Pizza willst du heute essen, Safe? Schwein. Hä? Schwein. Schwein? Nein. Lotti isst kein Schwein. Doch, ich esse auch. Ja? Ja? Du hast doch letztens gesagt, dass Naja, ich esse nicht, wenn er nicht isst. Er isst jetzt nicht. Nein, mein Freund, aber du, aber ja. Du brauchst doch nicht wegen mir jetzt Abstriche machen. Nein, das nicht. Ich dachte, du isst gutes Fleisch aus dem Schwein schmeckt auch gut. Ach so, ich dachte, du isst jetzt weniger, weil es nicht gesund ist. Ja. Du hast letztes Mal gesagt, es hat zu viel Fett. Ja, er hat es auch. Okay. Hat der Arzt gesagt. Der Arzt. Aber meinetwegen brauchst du keine Abstriche machen. Nee, nee. Sonst fühle ich mich schlecht und die Community macht mich fertig. Glaub mir, die sagen da alle... Deutsche, die essen noch. Ne? Ja. Ja, ich war nicht, gutes aber. Fleisch. Er ist auch Deutscher. Ja, ja. Aber er ist kein Schwein. Er hat Angst. Mein Mann hat viel Schwein gegessen, ist auch verstorben. Weißt du, was lag daran? Ja, Berlin. Hermann. Hermann. Ja. Boah, wenn der wüsste, dass du mit zwei Männern unterwegs bist.
Ich glaube, der würde ausrasten, ne? Oh, 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 oh. Oder wenn das Erwin wüsste. Ja. Der Erwin. Geht's ihm gut? Du hast doch vor ein paar Tagen mit Erwin telefoniert. Ja, halbe Stunde. Und geht's ihm gut? Ja, schon langsam, langsam. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Lotti? Ja, bitte? Stimmt, dass Italiener klein sind? Ja, die sind klein. Stimmt das? Ja. Ist kein Gerücht. Dann bin ich vielleicht ein Italiener. Weil sie klein sind. Ja, ja, die sind. Viele, viele sind ganz klein. Ja. Letztens hast du gesagt, ich bin so groß geworden, weil ich Schwein esse, ne? Ja, ja. Letztens, wir sitzen am Tisch. Sie guckt mich an. Du bist doch so groß geworden, weil du Schwein gegessen hast. Ja, ja. Das hat sie von deiner Mutter, ne? Hab ich gesehen. Ja. Oh Gott, ey. Was hältst du von Veganern? Von wo? Veganern. Indian? Veganer. Ja, gut. Hast du eine Kopfhörer an? Brauche ich nicht. Hörgeräte, was für Kopfhörer? Hast du deine Hörgeräte? Nee. Hast du nicht dabei? Oh, das wird lustig. Warum? Ach. Ich höre auch so. Ja. 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 Aber diesmal geht auf meinen Nacken. Nein, Bruder, entspann dich. Ne? Ne? Ja. Er hat gesagt, heute geht auf ihn. Ich lade euch beide ein. Oh, warum? Na, weil letztes Mal hat er bezahlt. Das kann ich nicht sitzen lassen auf mir. Bruder, davor. Lass ihn bezahlen, ich habe kein Geld dabei. Nein, Quatsch. So, Freunde, wir melden uns auf jeden Fall gleich, wenn wir geparkt haben. Also bis gleich. So wie ihr mich kennt, habe ich es leider verbockt. Da, wo ich eigentlich hin wollte, die machen erst in einer Stunde auf. Und das heißt, wir haben jetzt Plan B, fahren jetzt woanders hin, aber da habe ich noch nicht gegessen, da kann ich euch erst danach berichten, wie es schmecken wird. Ja, wir fahren jetzt knappe 3 Minuten weiter und dann gucken wir mal, wie es da so schmecken wird. Freunde, wir haben eins nicht bedacht, als wir zu den Restaurants gefahren sind, dass die alle liefern und keine Sitzplätze haben. Wir haben aber eine Pizzeria gefunden, ja, da wo wir sitzen können. Das ist das Restaurant von Domino's Pizza und da fahren wir jetzt hin. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ja. Wir gehen jetzt Pizza essen, ne? Ja. Weißt du schon, was du essen willst? Hast du dir Gedanken gemacht? Oh, erstmal gucken. Das heißt, du willst erstmal dir die Menükarte angucken? Ja. Aber isst du gerne Käse, Pizza, ja, mit Thunfisch? Käse. Oder lieber gerne. Hähnchen, Salami, da gibt's einiges. Ja, ja. Na gut, dann lassen wir uns erstmal überraschen. Da, wo wir jetzt hingehen, ne? Ja. Die verkaufen Pizza, die sind amerikanisch. Also nicht italienisch, sondern amerikanisch. Amerikanisch. Aber ist auch okay. Oder? Hab ich noch nicht gegessen. Hast du noch nicht gegessen? Amerikanisch. Okay. Dann lass dich überraschen. Ja, ja. Ob es schmeckt. Ja, ja. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier bei Domino's Pizza angekommen. Lotti, du willst ja Pizza mit Schwein haben. Was willst du haben? Thunfisch? Freunde, und ich habe mich jetzt für Pizza Teriyaki Chicken entschieden. Das werde ich mir gönnen. Lotti, welche Größe? S, L oder XL? S ist klein. S ist klein? Ja. Na ja. Ganz klein nicht. Das ist dann so. Dann nehmen wir Größe M, Medium. Du auch? Ja, ich auch. Der hält sich zurück heute. Lotti, wir haben Glück gehabt, heute gibt der Safe aus. Ja, ja. Heute müssen wir kein Geld ausgeben, Freunde. Das macht der liebe Safe heute. Erwin hat gesagt, trinkst du jetzt Cola? Aber woher weiß er das? Er guckt im Kühlschrank nach, was da zu essen ist. Ach so. Kauf mir mal nach. Nein. Nein. Er lässt sich von mir inspirieren. Ja? Ja, ja. Oh, nee, nee. Wie war das nochmal? Er hat mich gefragt, woher ich die T-Shirts habe. Und dann ist er losgegangen und hat sich auch welche gekauft. Das stimmt. So ist das. Ja. Meine Putze hat geschöpft. Wegen seinem Bart? Nein,
wegen die Küche. Warum? In die Stube gehen. Hier ganz voll Haare, kleine. Oh Gott. Hat die geschimpft auf mich? War das meine Haare? Ja, ja. Ich sagte, extra bist du gegangen und hast so gemacht, ne? Das ist verkehrt. Wo denn? In der Stube? In die Küche. Die Dame haben wir doch rasiert. Ja, und du hast noch her am Fenster so gemacht. Er hat sie angerufen. Wo nehmen Sie? Die Chefin hat sie angerufen. Ja? Na, in die Küche nicht. Na, sehen Sie, und Lotti hat das in die Küche. Soll ich dir die Flasche aufmachen? Ja, bitte. Was ist das? Eistee. Ach, ja. Danke schön. Sie sich die Cola gönnen. Würdest du sagen, dank der Cola lebst du so lange? Ich trinke immer aus Dose. Oh. Bin mal gespannt, wann unser Essen kommt. Ja, was, ja. Was schätzt du, wie lange müssen wir warten? Na, das ist gleich da. Ja? Ja. Dann bis gleich. Das Essen, das dauert nicht lange. Kommt die Frau und sagt, wollen Sie haben? Nee, der vom dem Mann will ich haben. Meine Pizza. Ja. Findest du das nicht gemein? Die Frau war doch bestimmt beleidigt. Ja, ich wollte haben vom Mann, nicht von der Frau. Der hat besser geschmeckt. Sagen wir mal jetzt, du wärst an der Kasse, ne? Ja. Und du hättest die Wahl, dass der Mann oder die Frau dich bedient. Wo würdest du hingehen? Dann gehe ich zum Mann. Ja. Wie schon mal. Okay. Nur kurze. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. So, was haben wir denn hier einmal? Das ist deine Pizza? Nein, das ist Lottis. Oh, Classic. Classic, guck mal, das ist deine Pizza. Meine? Ja. Pass auf die Cola. Was? Ja, pass auf die Cola auf. Achso, okay. Dann haben wir hier. Die Pizza von Safe? Ja, Mann. Das sieht gut aus. Das ist mit Thunfisch. Aha. Und guck mal jetzt meine Pizza. Ja, ganz kurze. Ja. Schön. So, Freunde, das ist meine Pizza. Ich habe Teriyaki Hähnchen mit Brokkoli. Der liebe Safe hat auf Standard Thunfischpizza. Sieht gut aus, Bruder. Und Lotti, willst du nicht versuchen, mit der Hand zu essen? Ja, sehe ich. Mit Gabel und Löffel gleichzeitig. Das, Freunde, das ist Lotti hier. Ich versuche ihr zu helfen. Auf jeden Fall hat sie hier Rinderhack mit Bacon, Käse. Also sie hat sich auf jeden Fall was Richtiges gegönnt. Ja. Schmeckt gut? Ja. Das ist die Hauptsache. So, Freunde, jetzt ist Lotti auch auf den Geschmack gekommen, mit der Hand zu essen. So isst man's richtig, Lotti, mit der Hand. So, jetzt gönnen wir uns erstmal die Pizza, Freunde, und wir melden uns dann nachher. Mensch, hast du da wieder gekleckert, Lotti. Lotti, du hast nicht so viel gegessen. Ich hab viel gegessen. Sie ist doch ein Mensch. Ja, meins ist leer, das von Safe ist leer. Und du hast gerade mal zwei Stücke gegessen. Na, drei. Zwei. Aber den Rest kannst du ja zu Hause essen. Freunde, das war jetzt der kleine Vlog, wo wir Pizza gegessen haben. Den Rest isst du bestimmt zu Hause, ne? Oder morgen. Ja. Und hat dir gefallen? Heute Abend um 2 Uhr kriege ich Hunger. In der Nacht? In der Nacht. Dann isst du Pizza? Ja, dann kommt die Pizza. Okay. Lotti, ja? Ich habe mir überlegt, das nächste Mal gehen wir Döner essen. Aha. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ja? Safe, bist du dabei? Ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Aber das ziehst du dir jetzt ehrlich in der Nacht noch mal rein? Dieses. In der Nacht. Okay, Freunde. Bist du das noch bis zum Auto? So jetzt. Ja, ja. Ja? Guck mal, da ist der Mond jetzt oben. Ja. Verschleiert. Verschleiert, ja. So, Freunde. Wir müssen stehen.
Nee, er macht Video. Das heißt, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Aha. Ja, ja. Du bist heute im Mittelpunkt. Ja. Da sind Fans. Ey! Guck mal, ein Fan. Sie fragt, ob es dir gut geht. Ihr geht's gut. Tja, Freunde. Wir werden tatsächlich auch auf der Straße erkannt. Die hat uns erkannt. Aha. Die hat uns erkannt von den Videos. Ah. Die hat gerade gerufen, Oma Lotti. Lotti kennt jeder. Ja, ja. So, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da, Freunde. Wir bringen jetzt Oma Lotti nach Hause. Und dann legst du dich bestimmt hin, oder? Bist du nicht müde? Nee, nee. Dann gehe ich bald schlafen. Ja? Ja. Aber isst das mal lieber morgen, nicht in der Nacht. Morgens. Ja, nicht in der Nacht. Nein. Also, wir sehen uns gleich, Freunde. Pfeife. Hast du schon mal eine Wasserpfeife probiert? Nee, das gibt's nicht. Das gibt in verschiedenen Geschmäcker. Ach. Traube, Apfel, Cola. Ach so. Aber ist nicht gesund. Ist nicht gesund. Nee, ist schlimmer als Zigaretten rauchen. Ja. Hast du schon mal geraucht? Nein. Noch gar nicht? Noch gar nicht geraucht. Noch nie? Ja, bisschen ja. Bisschen ja. Auf dem Land. Ja. Ja, haben wir geraucht. Da konnten die Frauen nicht arbeiten. Müssen sie auch hinsetzen sich. Aha. Deswegen habe ich geraucht. War das eine normale Zigarette oder was anderes? Nein, nein, die normale. Ja, ich musste rauchen, dass die sich konnten hinsetzen. Ja. Ja. Wo ist er geblieben? Er kommt gleich. So, Freunde, selbstverständlich wie ein Gentleman begleite ich die Dame bis nach Hause, bis zur Eingangstür. So, den Rest hat diesmal sie... Diesmal hat geklappt, ne? Was denn geklappt? Na ja, Essen. Ja, das stimmt. Die Reste hier isst sie dann morgen. Sie hat natürlich nicht alles aufgegessen und nicht ausgetrunken, aber ist ja nicht schlimm. So. Lotti, du bist jetzt im Warmen, ne? Ja. So, Lotti? Ja? Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ja, danke schön für alles. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Ich habe jetzt im Augenblick keinen Hunger. Ja, das ist das Wichtigste. Aber in der Nacht habe ich Hunger. Da hast du ja noch die Reste hier, ja, ne? Geht das so? Ja, geht so. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das ist jetzt das Ende des Videos. Folgt mir gerne auf diesem Kanal, es werden auf jeden Fall weitere Videos folgen. Nennt mir bitte Ratschläge, schreibt es in den Kommentaren, wo ich noch mit Lotti und Safe essen gehen kann, denn es werden auf jeden Fall weitere Reihen von diesem Format folgen.